Hallo und willkommen, meine lieben Freunde, zu Odus Let's Plays. Wie ihr vielleicht aus dem letzten Let's Talk von mir wisst, habe ich ja Stellaris jetzt mal zur Seite gelegt und stattdessen ein anderes Sci-Fi-Strategiespiel ausgepackt. Und wie ihr im Hintergrund hier sehen könnt, ist das ein Spiel, das ausgesprochen alt ist, aus dem Jahr 1996, wobei die Version, die ich spiele, ist zwar das Spiel aus dem Jahr 1996, ist es aber ein wenig abgepeppt. Das nennt sich nicht XCOM, sondern es ist eine verbesserte Version davon. Der Name steht hier oben, nennt sich OpenXCOM. Ich habe das ursprüngliche Spiel installiert und man braucht das ursprüngliche Spiel auch dafür. Es ist nämlich mehr oder weniger das gleiche. Aber ich hatte gewisse Probleme mit dem Aufnehmen, mit dem Ursprungsspiel, weil das Ursprungsspiel hat mich ständig aus dem Fullscreen-Modus zurück in einen, na, wie sagt man, in einen Fenstermodus geführt. Das war ein bisschen irritierend für mich und außerdem waren die Fenster relativ klein, weil dieses Spiel, wie ihr seht, sehr pixelig ist, weil damals die Auflösung sehr gering war. Mit diesem OpenXCOM kann man die Auflösung etwas verbessern. Dadurch ist auch die Qualität des Videos ein bisschen besser. Überhaupt ist das Gameplay in der Windows-Version, die ich habe, um einiges besser und angenehmer. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, warum habe ich XCOM gewählt? Also erstens, weil ich ja gesagt habe, ich will eher alte Spiele spielen. Zweitens, ich habe das Spiel nie zu Ende gespielt. Also ich habe zwar eine Weile jeweils gespielt und ich glaube, man kann da ewig dran spielen, bis man das Ende erreicht hat. Das werden wir dann schon sehen, ob wir das erreichen. Aber es ist relativ anspruchsvoll oder anspruchsvoller, als man denken würde. Es ist sehr komplex für ein Spiel aus dem Jahr 1996 und ihr werdet sehen, es hat einige wirklich interessante Mechanismen, die man in modernen Spielen doch vermissen würde. Ja, vielleicht zum Hintergrund des Spiels. Leider hat man das Intro nicht gesehen. Wie ich versucht habe aufzunehmen, ist es sofort in diesen Bildschirm gehüpft. Weil sobald man irgendeine Taste auf der Tastatur drückt, ist das Intro sofort weg. Naja, gut soll sein. In dem Intro hätte man sowieso nur gesehen, dass die Erde von Aliens überfallen wird. Und wir stellen jetzt quasi eine Organisation dar, die sich eben XCOM nennt, und diese XCOM-Organisation wird quasi von der Staatengemeinschaft finanziert. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Und ist im Kampf jetzt gegen Aliens. Am Anfang haben wir eine Station und ich würde mal fast sagen, starten wir ein neues Spiel und gehen wir gleich einfach rein. Ja, wie schon gesagt, das Spiel ist gar nicht so einfach. Im Gegensatz zum alten Spiel hat dieses Spiel einige Änderungen, nicht, also diese Version, einige Änderungen im Gameplay. Das heißt, man kann jetzt mit dem Mausrad scrollen, aber es gibt auch den Iron Man Mode. Ich werde den nicht machen. Ich habe zwar meine eigenen Regeln, also wir werden Folgendes machen: Wir werden, bevor wir eine taktische Schlacht beginnen, immer abspeichern. Wir werden aber nur dann ein Safe Game wieder laden, wenn wir in dieser taktischen Schlacht mehr oder die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Soldaten verlieren. Ich glaube, Veteran ist ganz okay. Möglicherweise ist das sogar schon zu schwierig für mich, aber wir werden das dann schon sehen. Wenn wir es nicht schaffen, werden wir halt glorreich untergehen und die Aliens werden uns alle versklaven. Na gut. Jo. Wichtig ist, und das ist auch nett hier, da sehen wir nämlich unser Radarradius. Wichtig ist, wir müssen am Anfang eine Station platzieren. Da ich hier in Wien sitze, habe ich mir gedacht, ich würde in Wien
die Station hinbauen. Kann auch weiter ran. Auch weiter geht nicht. Interessant, es ist Budapest eingezeichnet, aber nicht Wien. Wien ist die größere Stadt und die wichtigere. Naja, egal. Wir bauen Wien. Oder die Station in Wien. Egal. Ganz perfekt wird das jetzt nicht getroffen haben. Vielleicht ein bisschen weiter nach Süden, ein bisschen weiter nach Westen. Aber was soll's. So, als erstes gehen wir mal in unsere Station hinein. Also wie ihr seht, wir können dann später noch mehr Stationen bauen. Also das ist nicht die einzige Station, die wir bauen werden. Zunächst einmal ganz kurz zur Base Information. Wir haben hier unser Personal. Wir haben 8 Soldaten, 10 Ingenieure und 10 Wissenschaftler derzeit. Das ist relativ wenig. Wir werden das versuchen aufzustocken. Also bei den Soldaten werden wir auf 16 mindestens gehen. Und auch bei den Wissenschaftlern werden wir raufgehen, soweit es halt geht. Wir können allerdings insgesamt nur 50 Leute beherbergen hier. Das heißt, wir sind jetzt schon zur Hälfte voll. Ja, wir haben ein wenig Platz für Zeug. Wir haben Labor und Arbeitsplatz. Also die Scientists arbeiten im Labor und im Labor sind insgesamt Plätze für 10 Scientists, für 50 Scientists. In den Workshops sind Plätze für 50 Engineers, also wir können dann später Waffen dort herstellen und in weiterem Umfang, glaube ich sogar, neue Raumschiffe, also das wird dann schon ganz schön toll, das Zeug. Wir haben keine Verteidigungsstärke, das heißt, wenn wir angegriffen werden, kommen alle Aliens zu uns, soll sein. Wir haben nur Short Range Detection, keine Long Range Detection, das heißt, wir sehen noch nicht allzu viel. Wien ist dahingehend ein ganz guter Ort, um zu starten, weil unsere Geldgeber bezahlen uns dafür, dass wir irgendwelche Aktionen in ihren Gebieten setzen. Das heißt, dass wir UFOs dort bekämpfen. Und Zentraleuropa ist ganz gut, weil wir sowohl in Richtung Russland als auch Westeuropa als auch Nordafrika, dort gibt es Ägypten und Nigeria als Geldgeber, bedienen. Zwar ist der größte Geldgeber die Vereinigten Staaten, aber dort haben halt nur die Vereinigten Staaten und alle europäischen Staaten zusammen geben um einiges mehr Geld als die Vereinigten Staaten. Wir werden dann aber später noch andere Basen bauen, also wir werden auch noch woanders kämpfen. In einem anderen Let's Play habe ich gesehen, dass der Spieler die Hangare, ihr seht, diese Hangare sind da so irgendwie dreieckig angeordnet, die hat er alle drei da oben angeordnet, weil wenn Aliens unsere Basis angreifen, können sie nur über den Hangar bzw. den Lift zugreifen. Und deswegen hat er mehr oder weniger in dem unteren Teil hier das ganze Zeug gehabt. Da oben die Hangare und dazwischen nur den Lift. Man kann also diese Teile abreißen und neu bauen. Das werden wir in unserer ersten Station nicht machen, aber unsere späteren Stationen werden wir so bauen. Auf jeden Fall, das macht Sinn. Jo, apropos ausbauen. Wir haben gesehen, Living Quarters haben wir relativ wenig. Wir werden noch welche zusätzlich bauen. Das ist hier bei Build Facilities. Das machen wir jetzt gleich einmal. Living Quarters, damit wir noch einmal 50 Leute unterbringen können. Außerdem werden wir noch mehr Lagerraum herbauen. Das ist relativ billig und ist auch sehr schnell fertig. Und schon einmal, das werden wir irgendwann mal auf jeden Fall brauchen. Ganz am Anfang wahrscheinlich noch nicht, aber was soll's, wir bauen trotzdem ein Alien Containment. Das brauchen wir, sollten wir Aliens lebend gefangen nehmen, dann können sie von uns verhört werden auf diese Art und Weise. Gut, alles andere lassen wir jetzt einmal so wie es ist. Wir könnten noch eine Large Radar System einbauen, aber ich würde mal fast sagen, lassen wir das derweil.
Bin jetzt schon müde. Na super. So, das war mal das. Wir haben drei Crafts. Wie ihr seht, wir haben drei Hangare und alle Hangare sind besetzt. Wir haben zwei Interceptor und einen Skyranger. Ah ja, stimmt. Wir spielen das Ganze auf Englisch, weil die deutsche Übersetzung ist nicht besonders gut. Vor allem so Sachen wie Umlaute schafft er überhaupt nicht. Und zwar ist es so, bei den Interceptern, die haben derzeit einen Stingray Launcher, das ist eine Kurzstreckenrakete und eine Kanone, also eine Bordkanone. Und diese Bordkanone werden wir auf jeden Fall einmal durch einen Avalanche-System ersetzen. Da haben wir zwar nur maximal drei Schuss, aber die sind viel stärker als die Stingrays und das ist der größte Vorteil, die haben eine viel, viel größere Reichweite. Das ist dann später bei den großen Raumschiffen ganz wichtig, weil die schießen zurück und die zerstören uns die Interceptor, wenn wir nicht von weitem schießen. Ja, wir haben zurzeit nur einen Avalanche Launcher und ein paar Raketen, aber wir werden jetzt einfach. Kann man das durch einen. Na, ist ja wurscht. Bleibt das dabei so. Wir werden jetzt einfach Zeug verkaufen. Ja, in den Skyranger passt Crew. Also derzeit sind sämtliche meiner Soldaten da drinnen, aber wir könnten insgesamt 14 reinsetzen. Und wir werden deswegen auch die Crew relativ bald aufstocken. Also wir werden noch Soldaten kaufen. Und beim Equipment haben wir derzeit zwei Pistolen. Drei Pistolen, sechs Rifles, aber da gehen wir natürlich alle Rifles rein, weil das macht überhaupt keinen Sinn, Rifles zurückzulassen. Und 16 Clips. Sind einfach nur Gewehre, sind jetzt nicht so stark. Heavy Cannons, ich bin mir nicht sicher, ob wir die und die Autocannon später viel verwenden werden. Aber derzeit nehmen wir sie noch mit, genauso wie den Rocket Launcher. Später werden wir dann auf andere Waffensysteme umsteigen und wir nehmen auch mehr Granaten gleich mit. Die Smoke Grenades werden wir wahrscheinlich verkaufen, einfach einmal. Wir werden dann, wie schon gesagt, später möglicherweise auch die Heavy Cannon, Autocannon und Rocket Launchers verkaufen und auch die Munition dazu. Aber derzeit lassen wir das jetzt einmal so. Ja, also wie schon gesagt, wir werden ein paar Sachen verkaufen, damit wir erst einmal Platz schaffen. Ah, das ist jetzt auch anders. Das ist schön. Das ist wirklich gut. Früher hat man einfach nur eine Liste gesehen, aber jetzt ist es so, dass wir wie sagt man, also so eine Art Einteilung sieht, das ist ganz gut. So, Smoke Grenades haben wir gesagt, verkaufen wir auch. Gut, das andere behalten wir uns dabei nochmal. Vielleicht noch ein paar von den Stingrays verkaufen, weil die Stingrays möchte ich eigentlich auch ersetzen. Ich möchte eigentlich praktisch nur Avalanche, also eigentlich nur Avalanche haben. Dazu muss ich die aber erst kaufen. So, Purchase und Recruit. Wir werden auf jeden Fall mal nochmal 8 Soldaten kaufen. Kaufen. Rekrutieren. Und den Rest unseres Platzes werden wir mit Scientists auffüllen. Engineers brauchen wir am Anfang jetzt noch nicht. So, dann einen Avalanche Launcher, wenn wir noch drei kaufen. Und wir werden Avalanche Missiles nehmen. Ja, wir sind schon voll. Ärgerlich. Oh, Proximity Grenades.
sondern hat Electro Flares. Ich habe gesehen, der hat lauter Electro Flares gekauft, aber ich finde das jetzt nicht so wichtig. Stun Rods, das ist am Anfang die einzige Methode, um Aliens zu betäuben und mitzunehmen, aber wir werden relativ schnell auch andere Sachen finden. Vielleicht sollten wir trotzdem 2 oder 3 Stun Rods kaufen. Nehmen wir 5. Okay, das kaufen wir mal. Ihr seht, wir haben jetzt derzeit 1,8 Millionen am Konto. Ich kann mich erinnern, ich hatte nie große Probleme mit Geld, weil für Erfolge bekommt man dann mehr Geld. Es kann aber sein, dass ich einfach falsch gespielt habe. Okay, wir können uns noch die Soldaten anschauen, die wir derzeit haben. Das Problem an den Soldaten ist, sie sind, also man kann am Namen, man muss sich die Namen merken, was sie können. Der zum Beispiel hat eine sehr hohe Firing Accuracy, das ist sehr gut. Der wird auf jeden Fall ein Gewehr eher kriegen als was zum Werfen. Bravery ist nicht so gut, dass er so wenig hat. Die Bravery ist deswegen ein wichtiger Faktor, weil immer wenn eigene Mannen sterben, dann sinkt die Moral. Und es kann durchaus dazu kommen, dass Leute in Panik geraten. Und wenn sie in Panik sind, dann machen sie dumme Dinge, wie zum Beispiel weglaufen, Waffen runterwerfen und solches Zeug. Stamina und Time Units und Health. Ich weiß nicht genau, das kann man eh nicht wirklich beeinflussen. Es ist natürlich gut, wenn die 3 möglichst maximal groß sind. Dazu allerdings dann später noch im Kampf, das sehen wir dann eh. Und die anderen Sachen, ja, ich weiß nicht genau. Also Reactions habe ich nie wirklich verwendet, glaube ich, früher, weil das war vielleicht auch ein Fehler, den ich begangen habe. Bin einfach immer bis zum Schluss gegangen und wenn er keine Zeit mehr übrig hatte, konnte er dann nicht mehr schießen oder so. Jo, Melee Accuracy. Ich will eigentlich kaum in den Nahkampf gehen, also brauchen wir diese 2 Werte hoffentlich nicht. Strength ist vielleicht noch, Strength ist wichtig, je nachdem, was man ihm gibt zum Tragen. Das Problem ist, wir können dann im Kampf, also im am Anfang des Kampfes sehen wir leider die Werte nicht, wobei das könnte hier auch geändert sein. Ich habe mir das jetzt noch nicht so angeschaut. Und jemand, der eher schwach ist, wird halt, dem werde ich weniger Ausrüstungsgegenstände mitgeben. Oh, der ist zum Beispiel recht ausdauernd. Hat also für relativ wenig Firing Accuracy. Der ist sehr brave. Schießt aber auch nicht besonders gut. Naja, was sollen wir machen? Francis. Roisin Farrell. No, der ist doch nicht schlecht. Roisin. Was ist Roisin? Wer ist Roisin? Ist das ein Mann oder eine Frau? Naja, werden wir dann schon sehen. Nicolas Bukar, auch der schießt recht gut, sehr gut und werfen tut er auch gut. Nicht schlecht. Tula Laxo, wow, das sind alles gute Werte. Auch nicht schlecht. Tula Laxo. Sungyunja ist nicht ganz so gut wie Tula Laxo, aber eigentlich auch nicht so schlecht. Petra Larsen. Okay, das ist eine Frau auf jeden Fall. Die hat eine hohe Stamina und viel Time Units, kann sich schnell bewegen quasi. Robin Olafsson. Waren wir bei dem schon am Anfang? Ja, genau. Firing Accuracy 70 und Bravery 10. Na gut, okay. Soll sein. Die sind derzeit alle auf dem Sky Ranger. Das ist das dritte Flugzeug, das wir haben. Das ist nur dazu da, um zu Landing Sites oder Crash Sites von den UFOs zu fliegen. So, dann müssen wir noch Research
zuordnen. Das funktioniert so: Man kann sich Projekte aussuchen, zum Beispiel Laserweapons, und man teilt dann eine gewisse Anzahl an Forschern zu. Also wenn ich 5 zum Beispiel zuordnen würde, würde es länger dauern, als wenn ich 10 zuordne. Welch Wunder. Wir werden da mal 10 machen, weil Laserweapons sind wichtig. Und wenn dann die neuen Scientists kommen, die wir bestellt haben, dann machen wir vielleicht auch noch die Medikits. Die sind auch recht wichtig. Okay. Ja, wenn wir die Medikits erforscht haben, dann können unsere Engineers diese Medikits herstellen. Im Endeffekt ist das gar nicht einmal so dumm. Man kann Dinge, die man herstellt, später dann auch verkaufen, was ganz praktisch ist. So. Wir hätten, glaube ich, alles gemacht, was man am Anfang in der Station machen kann. Wir gehen hinaus und wir sehen, das Ganze läuft in Echtzeit ab. Also wir haben da daneben, wir können auch die Geschwindigkeit einstellen. Derzeit haben wir auf 5 Sekunden. Ihr seht, dadurch geht der Tag recht langsam. Da jetzt gerade nichts Spezielles passiert, können wir da auf einen Tag gehen. Und ihr seht, wir haben die ersten Stun-Rods gekriegt. Die schauen wir uns gleich mal an. Die gehen wir gleich einmal auf das Schiff, auf den Sky Ranger. Und diese Stun-Rods auch drauf. Avalanche Launcher, sehr gut. Wir werden dann die beiden gleich equippen. Ich überlege gerade. Dann verkaufen wir den Stingray Launcher. Noch eins davon. Und die Kanone, die zweite, die letzte, verkaufen wir auch noch. Und dann kaufen wir aber gleich mehr Avalanche Missiles. Ja, okay, Store ist voll. So, wir haben neue Teammitglieder. Und ein paar Scientists. Sehr gut. Die Scientists setzen wir gleich einmal ein. Auf die Medikits. Das passt schon. Und jetzt zu den Soldaten. Wir könnten uns alle Soldaten mal anschauen, weil wir können nur 14 auf die Sky Ranger geben. Und wir haben jetzt 16 Soldaten, das heißt, zwei können wir zurücklassen. Da würde ich eher die Schwachen zurücklassen, oder? Sollen wir eher die Schwachen mitnehmen und verheizen? Schwer zum sagen. Die haben uns jetzt schon angeschaut in etwa. Überlegen wir uns, wen wir da lassen. Also ich lasse am liebsten Leute zurück, die keine Firing Accuracy haben oder sehr schwach sind im Feuern. Also Aisha Alem zum Beispiel, die ist auch nicht sonderlich brave. Francis Moreau ist auch nicht besonders gut, aber der ist wenigstens mutig. Ist eigentlich auch ganz okay. Was haben wir gesagt jetzt? Aisha Alem. Die schaut zurzeit ganz gut aus, als zurücklassen. Ja, Nicolas Bukar ist zwar auch nicht sehr brave, aber wir haben immerhin relativ gute Werte da im Kampf. Den nehmen wir sicher mit. Den auf jeden Fall. Das wird unser Chefe. Tula Laxo. Auch Shun Yun-Jha ist ganz gut. Petra Larsen war die letzte in der Riege. Auch die ist recht gut. So, und da sind die neuen. Ivar Retter schaut eigentlich auch ganz gut aus. Ein bisschen schwach ist er auf der Brust, aber ansonsten ganz okay. Das mit der Stärke sieht man dann vielleicht auch. Es kann sein, dass die Time Units mit der Stärke irgendwie zusammenhängen. Oh, die ist besonders schwach. Und die. Ja, okay. Milena Peskova, glaube ich, lassen wir auch da. Milena Peskova. Ja, ist jetzt nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Ebenfalls Wong Gan. Na, okay. Auch nicht schlecht. Lorna Shaw, naja,
Die mutigste ist sie nicht, aber immerhin kann sie schießen. No. Silvio Lazar macht mit seinem Mut wett, dass er keinen geraden Satz rausbringt. Paddy Ryan. Naja, geht auch. So, und wir sind bei Robin Olofsson. Da sehen wir auch, die sind auf Skycraft eingesetzt, der nicht. Okay. Gut, dann werden wir aber in den Sky Ranger so ändern, dass wir sie rausnehmen. Achso. Huch. Warte mal. Sie rausnehmen. In reinnehmen. Ha, da kann man jetzt auch die Reihenfolge verschieben. Das ist ja cool. Gut. Jetzt haben wir 14 drinnen. Unser Space is used. Und ich würde fast sagen, das passt mal so. Haben wir für jeden eine Knarre eigentlich an Bord? Wir haben nur 8 Rifles. 3 Pistolen. Das ist jetzt nicht so viel. Eine Heavy Cannon, dann nehmen wir halt die zweite auch mit. Da haben wir jetzt also 3 und 8 sind 11. 13, 14, der Rocket Launcher 15. Jo, puh, ja, lassen wir das halt so mal, ist okay. Wir werden hoffentlich eh bald andere Waffen haben. Wird sich schon ausgehen in der Zwischenzeit. Vielleicht sollten wir auch Rifle Clips kaufen, ein paar. Oh, kein Platz. Na gut. Ja, okay. Hey, Laser Weapons. Your reports. Okay. Okay, Research. New Project. Wir können jetzt Laserpistolen erforschen. Wir sind so gut. Okay. So, Herrschaften, also ihr habt einmal das erste gesehen. Bevor unser erstes UFO angreift, werden wir jetzt mal Schluss machen. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn es heißt, bekämpfen Sie dieses UFO. UFO übernehmen Sie. Kennt ihr diese 60er-Jahre-Serie? Kann ich nur empfehlen. Na gut. Ansonsten, ich wünsche euch gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes.